So, da ist ja wieder mal ungefähr alles schief gelaufen zwischen den Folgen. Hab da leider verpasst. Ich bin hier beim letzten Mal unauffällig in diese Garnison rein, hab mir alle möglichen Fuzzis markiert und jetzt sollte es unauffällig losgehen und ja, die Aufnahme, die ich startete, fing damit an, dass ich auf einen runter einen Takedown machte, mich dreimal drehte, die Orientierung verlor und eigentlich direkt neben dem Alarm stand, den aber nicht deaktiviert habe. Dann habe ich alle Fuzzis irgendwie gemacht, dann drohte aber Nachschub zu kommen. Ja, und als dann noch eine fette Explosion dazu kam, ist mir das Spiel abgeschmiert. Also weg damit, zweiter Take, aber davon weiß ja keiner was. Und das Ganze in Blood Dragon 3, Quatsch, Far Cry 3 Blood Dragon. Ihr merkt, ich bin immer noch durch den Wind. Ja, willkommen zurück. Wie machen wir es denn am besten? Ich glaube, da hinten war auch noch einer. Ne, da ist keiner mehr. Der läuft immer hier so runter. Ich möchte eigentlich dem mal auf die Birne springen, aber dann sieht mich im schlimmsten Fall der andere. Müssen wir mal gucken. Jetzt tut das gerade wieder nicht. Vorher hat es nämlich mit dem geklappt. Aber nicht mit dem Alarm. Ja, der da hinten nervt mich halt. Kann der mal irgendwie... Kann der mal in die Richtung... Oh, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Jetzt kümmert der sich um was anderes. Das gefällt mir ja richtig. Das gefällt mir ja richtig gut. Dann kann man hier noch runtergehen. Yes. Leider auch einer. Das hat hoffentlich keiner. Nein, das haben sie natürlich wieder alle gehört. Ach Mann, ey. Scheiße. Nein, nein. Du machst nicht den Alarm. Du auch nicht. Nein! Es klappt einfach nicht. Ich kann das planen, wie ich will. Das gibt's nicht. Scheiße, ey. Aber eine Sache habt ihr jetzt schon bemerkt. Oh Gott. Jetzt kommen auch die Hunde. Alles klar. Ich habe die Phasertron mit Vollautomatik, ne? Wenn man schon neu starten muss, dann kann man auch das gleich machen. Schade, ich dachte, ich jag ihm noch... Wer, wo kommst du denn noch her? Zwei Fette ist ja nicht zu fassen. Oder der ist schon wieder... Oh, Alter. Huch. Wo ist der Hund hin? Scheiße. Ah. Man kann das nicht einmal schön klappen. Ich bin... einfach nicht begünstigt, sowas hinzukriegen. Wer, wo? Ah, da verbiegst du dich aber schön. Hm. Wer will denn noch? Ich höre noch einen. Oh, das kann ja jetzt nicht mehr so schlimm sein, oder? Das meiste habe ich hinter mir. Das meiste und die meisten. Irgendwo redet hier noch einer. Ah, wollte da hochspringen. Nicht die Flinte ins Korn werfen. Es ist aber auch kritisch, ne? Du übersiehst einen und schon ist vorbei. Wollt mich da unten in einen Bereich verziehen, wo mich erstmal keiner sieht und was passiert? Genau da sieht mich einer. Oh ja, heilen ist auch gar nicht mal so eine schlechte Idee. Naja, irgendwie klappt es ja am Ende immer und Hauptsache unterhaltsam, ne? Man darf ja als Let's Player nicht immer davon ausgehen und man sollte überhaupt nicht davon ausgehen, dass Perfektion irgendwie unterhaltsam ist und insofern... biete ich doch das perfekte Gegenteil davon. Ich meine, klar, den Facepalm hat man immer kostenlos dabei. Aber ich ärgere mich ja selber. Also, ich denke ja auch immer, das könnte doch jetzt mal klappen. Und dann ist wieder nichts. So, ja, aber was wir haben, liebe diesen Scheiß. Ist eine Garnison mehr befreit. Müsste ich mich auf der Karte im Süden befinden.
oder im Südwesten, sagen wir mal so. Und ehrlich gesagt möchte ich mal wieder so eine Floppy Disk kaufen im Shop. Ich reiß das mal kurz raus, Verzeihung. Ist ja auch ein Alarm. Kann man sich den auch noch aussuchen oder muss ich mehrere machen? Ich glaube, bei meinem Skill werde ich das nie erfahren. Der erste wird immer sofort hochgehen. Ist hier drin was? Ist irgendwie nie... Ah, warte. Der Shop. Ja, dann gucken wir doch mal. Dann gucke ich nämlich mal nach Consumables. Genau, jetzt haben wir Südwesten. Her damit. Geld ist noch vorhanden. Na, das mache ich nicht. Bei Waffen weiß ich nicht, ob da irgendwo... Nee, ich habe ja jetzt kein Abenteuer mehr gemacht. So, das sind die Wissenschaftler. Ja, kein Abenteuer mehr gemacht, was mir was freischaltet. Ja, aber diese Vollautomatik hier, die ist schon echt... Die ist schon schick. Endlich, endlich. Okay, dann müsste doch jetzt hier irgendwo... Hier. Oh, zwei sogar. Zweimal Abenteuer. Juhu. So, das gibt mir ein Nebelvisier für... Ist das die Sniper? Ich glaube schon, ne? Kennst du das? Du wirst im Verkehr ausgebremst und willst es jemandem heimzahlen. Jetzt kannst du das. Geh und töte einen schweren Elite-Omega. Yeah. Gib her. Soll das einen Sinn ergeben? Er ist nicht fett und irgendwas. Gut, zu der Seite raus. Gucken wir doch mal. Ist wieder ein kleines Eckchen, aber das kriege ich hin. Was ist denn ein Eli... Ich sehe so einen Wagen und krieg gleich einen Schreck. Das hier habe ich zwischen den Aufnahmen gemacht. Da lag ein bisschen Geld drin und so. Sonst nichts Spektakuläres. Oh. Ist das schon die Mission? Ich glaube nicht. Was ist denn da schon wieder los? Das ist wieder Wissenschaftler gegen die Fuzzis. Warte, was macht er denn da? Er kriegt jetzt hier von hinten einen ab von mir. Ja, alles abfackeln. Was fällt dem denn ein? Hier kam doch gerade eine ganze Karre reingefahren, ne? Seid ihr verbrannt? Praktischerweise. Ah, oh, ein Wissenschaftler hatte... Zwei Wissenschaftler haben es überlebt. Da liegt einer. Das ist ja mal Karma. Und Phasertron-Muni habe ich auch bekommen. Sehr schön. Na, dann ist ja alles gut. Dann laufe ich weiter, ja? Ihr kommt klar. So. Achso, hier geht's wieder. Drache? Warum schon wieder Drache? Hier geht's los. Also, muss ich den wegsnipern oder? Ach so. Ich muss ihn wegshotgunnen. Okay. Finde und töte den schweren Elite-Cyborg mit der Galleria. Der da, oder? Ne, der da drin. Okay. Mach euch alle mit der Galleria. Obwohl. Noch kann ich ja was anderes machen. Ich wüsste eine Sache echt mal gerne, ob ich so einen fetten, also den Elite sowieso nicht, aber ob ich so einen fetten mal takedownen kann, so rumgesagt. Na, komm nur her, komm nur her. Guck dir das mal ein bisschen an hier. Ich hoffe, ich bin in dem Busch sicher. Und dann geht's hier peu à peu. Bisschen weiter in die Richtung. Oh, mein Lieber. Nee, kein Takedown. Dann so. Ich weiß, dass es alle anderen gehört haben, aber das muss jetzt einfach mal sein. Jetzt habe ich natürlich den am Hals. Hänge ich am Baum fest.
So. Hier. Noch irgendwo einer? Hat da nicht gerade noch einer geschossen? Okay, dann eben nicht. So, das war ja wohl richtig, ne? Neu im Shop, Nebelvisier, genau. Da haben sich schon nette Sachen ausgedacht für die Waffen hier. Ja. Komm, schütte mir dein Herz aus. Was hab ich denn für Munition? 69 noch da drin, ist ja unglaublich. Wann habe ich denn das aufgelevelt? Krasse Scheiße. So, da ist noch einer. Da! Da bist du drin, mein Freund. Tschüss. Ich bin zum Töten hier. Freiwillige vor. Ich liebe diesen Scheiß. Sehr schön. Geld gibt's auch noch. 39, 35, 35. Das lohnt sich auch. Aha, ein VHS-Tape. Noch mehr Geld. 60, wow. Läppert sich alles. 51. 264. Also das war eine Mission, die lohnt sich. Herzschmerz. Jetzt müsste ich mal kurz gucken, was sich sonst bei mir lohnt. Oh, guck mal, ich bin in der Nähe von einer Garnison. Nee, die wird natürlich gemacht. Da ist sie auch schon. Kein weiter Weg. Sehr schön. Oh, aber da ist einer im Weg. Erstmal ein bisschen was scannen. Oh, guck mal, der scannt den auch. Also wenn da schon so ein Drachen ist, dann könnte man natürlich mal... Einmal könnte ich es machen, ne? Reinsneaken und Türchen aufmachen. Das wäre schon cool. Um mal zu gucken, wie es funktioniert. Oh, der wartet sogar da so schön vor der Tür. Aber wie komme ich anders rein? Mission empfangen. Zeige jetzt an. Alle Gegner eliminieren. So gut wie erledigt. Wie komme ich rein? Alternativ. So, ich hoffe, der hört mich jetzt hier nicht mehr. Warum laufe ich denn so langsam? Ich kriege doch gar nicht mehr. Hier geht's hoch. Sehr gut. Sehr schön. Sehr schön. Meine Servogelenke knarzen. So, wenn mich einer nervt. Oh, perfekt! Oh mein Gott! Oh mein Gott. Das gucken wir uns an. Garnisons-Megaschelde deaktiviert. Das Spektakel gucken wir uns an. Vielleicht noch ein Herz hinwerfen. Hier, meets, meets. Ah, der das mitbekommen hat. Scheiß jetzt. Sitzt der da? Warum klappt denn hier nie was in diesem Spiel? Mann, hau nicht ab! Es ist doch nicht zu glauben. Ach, mein Gott, nochmal. Das gibt's doch nicht. Was läuft der da rum? Das ist doch nicht zu fassen. Kann ich die abmontieren? Ja, halten, interagieren. Och Mann, das ist doch scheiße, ey. Dann gehe ich jetzt wieder runter. Schleiche und werfe das Herz dahin. Und dann machst du gefälligst, was ich will. Ist doch alles nicht zu viel verlangt, dass hier mal was klappt. Guck, ich werfe dir das da rein. Das fliegt an dir vorbei. Schön rein, kleiner. Alter, ich glaub das nicht. Der reagiert kein bisschen. Na los. Kann doch nicht wahr sein. Ey, was haben die denn hier zusammen programmiert? Da, man sieht doch sogar, dass die Herzen da noch... Jetzt werfe ich dir einen in die Fresse, mir reicht's wirklich. Da, hol's dir. Können die anderen wenigstens ein bisschen Stunk machen? Okay, ich habe so das Gefühl, der Drache existiert nicht für das Spiel. Alles chillt hier rum. Nichts passiert.
Ach man, das ist doch scheiße, ey. Wenn man mal will, dass was, passt. Werf hier als nächstes eine Granate. Zaun die wieder ab. Es ist nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen, ey. Soll ich den jetzt ein bisschen ärgern, oder wie? Dass der hier reinkommt? Komm jetzt gefälligst hier rein. Ja, aber da sind noch andere. Kümmer dich um die. Es ist nicht zu glauben. Es ist nicht zu glauben. Warum greifen die denn nicht ein, Mann? Leute, macht doch mal was. Lenkt den doch mal ab. Ey, das gibt's nicht. Das ist nicht zu fassen, wirklich. Ja, na klar. Alarm haben wir auch noch. Ach, ihr könnt mich alle mal. Los, dann mach hier wenigstens die Gegend unsicher. Verfolg mich. Oh. Nicht zu glauben, ey. Nicht zu glauben. Jetzt hoch. Er macht nicht einen von diesen Fuzzis weg, ne? Ja, anbrüllen. Da wird er bestimmt Angst kriegen. Ich glaube das alles nicht. Mein nächstes Problem wird sein, wenn der offensichtlich nicht mal auf Herzen reagiert. Dass ich den nicht mehr rauslocken kann. Ja, hau mal wieder ab, du warst nicht nützlich. Fassbar. Unfucking fassbar, ey. Warum geht das jetzt nicht? Warum geht das jetzt schon wieder nicht? Weil hier noch nicht geklärt ist. Ach man, immer die falsche. Ach ja, das war wieder die Explosive. Na, bist du wieder sauer auf mich? Klar. Warum auch auf jemand anders? Geht ja hier nur um mich. Das sind auch nur zwei von dem. Dem habe ich die Beine weggeschossen. Ui. Aber man könnte jetzt mal eine Sache machen, fällt mir auf. Den sowieso erstmal weg. Ah, da du mir sowieso nicht nützlich warst. Wer schießt denn hier die ganze Zeit? Online. So,
So, das war ja wieder eine tolle Mission. Zumindest habe ich einen Drachen erledigt. Von dem ist dann auch nicht viel übrig geblieben, ne? Der ist geplatzt. Schade. Also looten kann man den auch nicht. So, bin böse. Wirklich langsam keine Lust mehr. Mir fällt gerade ein, in dem anderen Ding, wo ich herkam, da war ja noch ein Abenteuer offen. Da kann ich auch nochmal hinreißen, aber hier sind jetzt auch wieder zwei. Das wird sicher spaßig. So. Da ist ja auch Geld. Bin ja fast bei 10.000 wieder. Nicht schlecht. Warte mal, aber ich hatte ja auch eine Sache, die ich mal kaufen kann. Dieses Nebelvisier, ne? Oh, und ich gucke viel zu selten auf die Karte. Hier ist wohl ein Tape. Warte, bin ich da dran vorbeigelaufen? Ja, hier zum Beispiel. Aber am Ende des Tages ist sowas nicht weiter wichtig, ja. Also macht euch keine Gedanken. Hier ist irgendwo eine Kiste. Da. Wenn ich alles übersehe, weil ich nie auf die Minimap gucke, sowas ist nicht wichtig. Wichtig fürs Let's Play, ehrlich gesagt, habe ich jetzt inzwischen entschieden, ist neben der Story eigentlich nur, dass ich alle Garnisonen befreie. Alles andere ist nicht so entscheidend für mich. Boah. Oder was meint ihr? Ist hier was? Gibt es hier was? Das ist ein Durchgang. Okay. Okay, hier ist was blau. Achso, blau ist der Wissenschaftler, würde ich sagen. Da ist mein... Da, was habe ich denn da markiert? Achso, die Station an sich hier. Ne? Ach du Schreck. Boah, zumindest gibt es hier Geld. Ein Molly habe ich aber... Brauche ich nicht. Oder sind das überhaupt welche? Oder ist das hier nur Verzierung? Yeah. 112. Wow. Okay. Ich schaffe das. Wo ist denn eigentlich der Shop? Gibt es hier nicht auch einen? Also hier sind die Abenteuer. Oder ich mache einfach die Abenteuer weiter. So eilig ist das ja alles nicht. Dann mache ich mal beide von denen. Allerdings auch nicht mehr heute. High-Power-Zielfernrohr. Auch für nur $200, das ist ja gar nichts. In der Kanalisation unter der Garnison leben Schildkröten. Sie blockieren Rohre und freunden sich mit den Ratten an. Mach sie tot. Kleine Anspielung. Soll das einen Sinn ergeben? An die Turtles natürlich. So, okay, also ich muss jetzt hier irgendwo runter. Na, da bin ich aber gespannt, wo das dann ist. Ah, ich könnte es mir denken. Könnte mir denken, dass jetzt hier... hier was aufgegangen ist, oder? Ha, wo ich vorher noch nicht rein konnte. Ja! Witzig, okay. Oh! Okay, Schildkröten killen kann ja nicht so schlimm sein. Ich habe gerade keine... Oh, ich habe nur Nahkampfangriff. Ach, du Schreck. Ich... Kawabanga! Da ist eine. Da muss ich hin. Okay. Das ist nicht so schwer. Das tut mir jetzt schon... Ah! Oh, Alter. Das tut mir jetzt schon ein bisschen leid für das Tier. Ja, du weißt, wie du dich wehren kannst, ne? Wie mache ich das denn jetzt? Bestehlen ist immer das Geilste bei Tieren. $5. So, drei Tiere übrig. Hat jetzt jede von denen so einen Scheiß für mich bereit? Ja. Mein Gott, ist das... Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Da ist sie. Kackvieh, ey. Hier komme ich rüber. Erstmal durch die kaputte Brühe hier. Oh, einmal reicht schon? Ja. Ja, dann hat man auf einmal doch eine Wut auf sie. Das ist doch auch eine blöde Message von so einem Spiel, ne? So unschuldige Schildkröten an sich. Also, wenn sie nicht gerade in dem Spiel hier dich killen wollen. Naja.
Da ist ja noch eine Leiter gewesen. Warum sollte ich da... Ist da noch was drunter? Konnte ich überhaupt an die Leiter ran? Nö, ist zu. Ja, die armen Tiere, ne? Also eigentlich sind die nicht feindlich. Die sind sogar sehr wehrlos. Sag ich mal. Okay, andere Seite. Wer will mich diesmal ärgern? Strom will mich ärgern. Oh Gott. Gut, dann wollen wir mal vorsichtig. Hallo, kannst du bitte darauf gehen? So. Vorsichtig hier rum. Da hinten ist sie. Plant sie noch was? Hat sie noch einen Angriff auf mich vor? Oh Mann. Vor allen Dingen, sie, guck mal, sie ist so hilflos, ne? Das ist doch scheiße. Also, das tut mir jetzt echt leid. Das ist eigentlich ein großer Grund, warum ich die Far Cry-Reihe wirklich nicht so mag. Abgesehen davon, dass ich jetzt mittlerweile auch aus dem... Ja, fürchte aus dem Alter raus bin, wo ich so Shooter spiele. Das ist langsam für mich vorbei. Man sieht ja, was so auf meinem Kanal läuft. Und Shooter sind es nicht so. Da ging es doch nicht weiter, oder? Eine muss ich ja noch finden. Oh, oh Gott. Wo könnte die denn sein? Irgendwo oben? Irgendwo hochspringen? Verdammt. Ich habe eine ganze Menge durch hier. Achso, wird die angezeigt? Oder irgendwo runter? Irgendeine Klappe aufmachen? Vielleicht doch diese Klappe da? So, hier nochmal gucken. Oder hier hinten noch runter irgendwo? Nee. Das war doch alles überschaubar. Nochmal hier gucken. Nee, das geht nicht auf. Aber warum ist denn da so eine kleine Leiter? Was hat denn die zu bedeuten? Das ist Quatsch, ne? Da ist auch nichts. Wo war denn hier noch was? Mei, oh mei. Hängt ja noch was. Hätte ich mal lesen können oder aktivieren können oder was auch immer man da macht. Ach, den Strom aus. Vielleicht kann ich dann abtauchen. Hallo? So. Strom ist weg. Was bedeutet das? Oder bedeutet das nur, dass der Rückweg angenehmer ist? Och Mann. Oder durch den Strom ist die andere Klappe jetzt offen. Ach, wer weiß das schon. Oder dass sich da was getan hat. Mann, verdammt, ich hatte es gehofft. Wo ist denn Nummer 4? Kann alles nicht wahr sein. Dreht mal hier an einem Rad oder so. Da drin? Ah! Das war aber schon versteckt. Sowas wartet hier wieder Gemeines auf mich. Da hinten ist sie. Hallöchen, Kroko. Gottes Willen, ja. Ah, der kam plötzlich. Boah. Alter Verwalter, ey. Dich plündere ich noch. Das ist doch nicht zu glauben. Kann mich demnächst mal wieder heilen. Und Geld hat sie auch dabei. Oh Mann. Schildkröten töten, auch ein lustiges Wort. Gut, kann eigentlich direkt hier abmoderieren. Ich heile mich mal ein bisschen. Oh mein, ich sehe meine Gesundheit, die steigt auch stetig, ne? Das muss mit dem... mit diesen Credit-Punkten da zu tun haben.
Ja, naja, wie dem auch sei. Ich mache mich auf den Weg zurück. Werde ehrlich gesagt im Shop schon mal beides kaufen. Also das Nebelvisier und was war jetzt das andere? Es wurde bestimmt auch gerade noch angezeigt. Also es waren beides, glaube ich, Visiere für die Sniper. Und beim nächsten Mal sehen wir uns beim nächsten Abenteuer wieder. Und zwar in dieser Garnison. Und dann gibt es ja noch eins, was ich ausgelassen hatte in der vorigen Garnison. Da kann ich aber eine Schnellreise machen. Naja, ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal hier bei Blood Dragon. Und tschüss.